Bei uns ist Philipp Kiers, die Torkanal der Woche. Philipp, du hast 4 Tore geschossen gegen Hertha. War, glaube ich, für euch auch ein ganz wichtiger Sieg. Ja, das stimmt. Wir sind ja jetzt zur Zeit Tabellenvorletzter in der KHL Nord und müssen halt noch ein paar Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Für dich war es auch ein besonderes Erlebnis. Du warst relativ lange verletzt, hattest mit der Schulter Probleme. War, glaube ich, erst ein zweites Spiel, oder? Richtig, das war erst mein zweites Spiel. Hatte mich letztes Jahr im Oktober verletzt gehabt, hatte eine Schulter-Exgelenksprengung gehabt und das war jetzt erst wieder mein zweites Punktspiel gewesen. Ja. Für dich läuft es an sich aber trotzdem sehr, sehr gut. Du hast schon 6 Tore geschossen dieses Jahr. Was denkst du denn? Jetzt steht da hinten drin, schafft er den Klassenerhalt noch? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir den noch schaffen können. Ich muss sagen, die letzten Spiele waren eigentlich richtig gut von uns. Wir haben wirklich eine Tendenz nach oben, aufwärts. Und ich denke, wir schaffen das. Also wir haben ein gutes Team. Sind jetzt wieder alle dabei. Ich denke, wir schaffen das. Ja. Ist möglich. Gut, ist natürlich auch die Frage, was mit Hessen, mit der SNS-Welt, sage ich schon, die kommen sowieso runter, aber was mit Asbach passiert, die ziehen ja vielleicht auch zurück. Das können die ja schon reichen, dass nur einer absteigt. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, wir wollen uns jetzt nicht darauf verlassen, dass Asbach zurückzieht und dann runterkommt, sondern wir wollen das aus eigener Hand schaffen. Ja. Mit eigener Kraft. Du spielst gleich noch für die A-Jugend von Hohenroda Schenk-Lengsfeld. Hast du auch schon ein paar Tore geschossen? Kommst jetzt nächstes Jahr erst raus aus der Jugend? Hast du denn nochmal vielleicht mal Ambitionen, irgendwann nochmal ein, zwei Ligen höher zu spielen? Also ich bin eigentlich so mit der Einstellung, ich bin da, wo ich spiele, zufrieden, bin glücklich, bin auch mit den ganzen Leuten in meiner Umgebung, komme ich gut zurecht und ich mal gucken, wie sich das alles entwickelt, aber ich denke, ich wollte eigentlich so da bleiben, wo ich jetzt bin. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es nächstes Jahr auch noch Gasoberliga ist. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Interview und viel Erfolg noch. Und ansonsten noch der Aufruf, wenn ihr jemanden habt, der vielleicht 4 Tore schießt oder der ein besonderes Spiel macht und den auch gerne mal zur Torgranate der Woche wählen möchtet, schickt einfach eine Mail an info@torgranate und mit ein bisschen Glück könnt ihr nächste Woche hier stehen. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.